runtergeschlafen. Das Kampfgericht jetzt vollständig am Ring. Referee Gerhard Winnerl betritt das Seil geführt. Und damit machen wir eine Aufruf in die rote Ecke. Den Athleten Hans Schöfer von TSV 1860 München. Und in die blaue Ecke Sebastian Eckert von TSV Stein. Gewichtsklasse Leichtgewicht mit Kampf mit 60 Kilogramm, meine Damen und Herren. Als dritter Mann im Ring fungiert der Landesjugendwart des ERV Sportfreund Gerhard Winnerl. Das Kampfgewicht setzt sich zusammen aus Franz Gern, Bezirk Oberbayern, Adi Karl, Bezirk Unterfranken, Robert Renner, Bezirk Mittelfranken, Helmut Briefling, Boxbezirk Schwaben sowie Karl-Heinz Wollstätter vom Boxbezirk Unterfranken. Ring frei, Runde 1. Der Kämpfer in der roten Ecke, Hans Schöfer vom TSV 1860 München, ist 21 Jahre alt und absolviert derzeit ein Studium. Er hat mit dem Boxsport bereits im Jahr 2003 begonnen und seine Bilanz zum heutigen Tag: 45 Kämpfe, davon 22 Siege und 3 Unentschieden. Er war der oberbayerische Meister des Vorjahres 2013. Und Bayerische Vizemeister ebenfalls 2013.
Ring frei. Runde 2. Sebastian Eckert vom Boxring TSV Stein. Er ist 21 Jahre alt und vom Beruf Zweiradmechaniker. Boxt seit dem Jahr 2012 und seine Bilanz zum heutigen Tag: 4 Kämpfe, 2 Siege. Er war Zweiter der Frankenmeisterschaft dieses Jahr 2014 und um weitere Titel zu sammeln, dafür ist er heute natürlich da. Ringfrei, Runde 3. Genau, mach, 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 komm, 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 komm
Lass dich nicht so. Genau, super. Ich sag nicht stoppen. Nochmal, nochmal. Wieder. Wieder, wieder runter. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, die Entscheidung des Kampfgewichtes. Sieger nach Punkten, die rote Ecke, Hans Schöfer vom TSV 1860 München.